Na, meine Sturmtruppler. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Schön, dass ihr alle wieder hergefunden habt zu unserem ARK-RP. Hier gehen gerade überall die Feuer an. Faszinierend. Wie wenn es gewollt gewesen wäre. Ihr wisst ja, wir lehnen uns jedes Mal bei Ende einer Session hin, alle Sturmtruppler, und dann das Erste, was wir machen, ist die Sitzung, die Konferenz. Und dann gucke ich mal, ob wir sie alle wieder ohne treffen im Konferenzraum. Müsste ja jeder wissen, dass Konferenz ist. Mir ist sogar schon. Ah, meine zwei Elite-Sturmtruppler winken mal schon mal direkt. Er entlacht sich kaputt, weil ich gegen die Dier gelaufen bin wahrscheinlich. Captain Phasma. Mein Lord. Die sind aber früh auf. Ich stehe immer gern früh auf, mein Lord. Schüler, nicht auf dem Tisch rumrennen. Wir sind hier nicht bei den Kannibalen. Leitmeister. Mein Elite-Sturmtruppler lacht dich sogar aus. Ist das alles, was heute so aus der Kryo im Schlaf erwacht ist? Ich habe sonst noch niemanden gesehen, mein Lord. Ja, dann gehen Sie sie mal ausrufen. Oder steckt wieder bei einem die Kryo-Funktion fest oder so. Captain Phasma? Gehen Sie los! Haben die Elite-Sturmtruppler sogar den Helm ausgezogen, um besser sehen zu können. Ah, da kommt der Nächste. Morgen, mein Lord. Morgen ist es nicht schon, wer das Feuer aus? Gute Nacht. Ich verstehe schon, der Kryo-Schlaf. Ihr habt euch beide mit den kleinen Kreaturen angefreundet? Jawohl. Der Saboteur ist noch oben, aber ansonsten habe ich alle Kryokammern gecheckt und es ist kein weiterer Sturmtruppler erwacht bisher. Haben Sie die Kryokammer unseres Ingenieurs? Ich habe sie alle Baumeisters? noch. Ich habe sie gerade alle noch mal geprüft. Er hatte ja das Problem, dass er das letzte Mal im Schlaf stecken blieb. Ich werde es noch mal noch ein weiteres Mal überprüfen. Was gibt es heute zu essen? Ich denke, es gibt heute Kano-Burger, mein Lord. Oh, Kano-Burger. Das füllt Mord. meinen Magen wieder für 3 Tage. Und Sind dieses aus der Mal Kryo sogar Kammer ordentliches rausgekommen. Gebräu. Schön, der Lord erwartet uns bereits in der Ich Konferenz bin auf dem Weg. Konferenzraum. Noch länger brauche ich sofort ein Gebräu. Ah, der Architekt ist aus seinem Kryoschlaf erwacht. Guten Morgen, meine Berater. Immerhin angezogen. Das ist alles heute. Captain Phasma. Sieht so aus, mein Lord. Gut. Wie wir ja wissen, wurden wir das letzte Mal von diesem Trupp von der roten Rüstung angegriffen. Haben mit diesen Mesh-Maschinen, die wir zum Glück bergen konnten. Es geht jetzt darum, uns aufzurüsten. In bezüglich Rüstung, Waffen. Kreaturen, die Mesh-Maschinen müssen in Gang gesetzt werden. Die Basis muss in der Verteidigungsform verstärkt werden. Und vor allem müssen wir auch nochmal schauen, dass wir dieses Schmugglerschiff besuchen. Leider wissen wir nicht, wann es in der Nähe ist.
Wie weit ist die Kreaturzucht? Haben wir da schon Sie ist dort? sehr weit vorangeschritten. Konnte ja das letzte Mal so einen Langfinger meinen Willen aufzwingen, aber ich möchte heute größere Kreaturen versuchen. Irgendwelche Ich werde mich an die Vorschläge, wie Arbeit wir machen. das anstellen? Mein Sollte Mann, ich ich hab. habe. Legen und Guten Morgen. Mein Schüler, wiederhole dich. Eventuell Köder legen und hoffen, dass sie Köder fokussiert sind. Captain Phasma, ich verstehe ihn nicht. Wir könnten einige Köder anfertigen, mein Lord, und dann sehen, ob vielleicht eine Kreatur sich damit anlocken lässt. Ich meine, so eine große Kreatur lässt sich einfach so mit einem Stück Fleisch anlocken? Also naja, es muss wahrscheinlich spezielles Fleisch sein, aber wir könnten sie so zutraulich machen, damit sie uns folgt. Mein Koch, Sie haben gehört, wir brauchen Köder. Jawohl. Herr Saboteur, Jawohl. welche Einheit haben Sie da auf den Tisch geschmissen? Der Kleinwüchsige. Was ist mit ihm los? Winzling. Das ist hoffentlich nicht unser Mittagessen. Er ist noch am Leben. Er ist Den nur werde ich nicht etwas zubereiten. schläfrig. Herr Saboteur, die erste Sitzungsrunde haben Sie nicht mitbekommen. Es geht darum, aufzurüsten. Sie müssen da mit Ihren speziellen Waffen eine richtige Produktionsstätte schaffen. Dass da immer wieder nachproduziert wird von ihren Minen und Bomben und. Ja, mein Lord, tu ich! Mich schlägt dieser Geruch von diesem Stormtrooper ab. Er hat sich heute Morgen wahrscheinlich nicht gewaschen, deswegen trage ich auch eine Gasmaske. Sobald Sie die Köder angefertigt haben, geben Sie mir Bescheid. Wegtreten. Ja, und Art leckt wieder bei mir. Ist das toll? Können hier direkt mit der Köderproduktion anfangen. Verstanden. Was benötigen Sie? Was müssen wir erlegen gehen, ich und mein Schüler? Ich bräuchte großes Filet. Das ist besonders gut für diese Dinos. Beinteile und Schenkel. Jawohl. Mein Schüler, ich beauftrage dich, den Langfinger zu Soundzeugs anzulegen. Da haben wir noch keine Ja, ich Erfahrung damit. Übe dich darin. werde mich drum kümmern. Wenn ich von der Jagd zurück bin, will ich Resultate sehen. Verstanden. Ja, wo ist mein Springer? Den habe ich doch eigentlich separat gestellt, tut der aber nicht mehr. Das da ist mein Springer. Mein Springer. Ja, Level up, das ist gut. So, jetzt. Wo ist der Saboteur? Schleppt er immer noch die Einheit mit sich rum? Wo ist eigentlich Ihr Droide? Der Saboteur. Wenn der Ich weiß es Winzling nicht, ich finde ihn erwacht, nicht. er soll sich um die Funktionsfähigkeit der Mechs kümmern. Die müssen betriebsbereit Jawohl. werden. Er hat wohl zu viel gesoffen, wenn er da auf dem Boden liegt. So, ich brauche die Loop, ich brauche das Fernglas.
Betäubungsmunition habe ich noch ausgerüstet, wenn ich was Größeres sehe. Aber Köder müssen hier hergestellt werden. Also erstmal auf die Jagd. Da haben wir doch die erste und ran da. Ach, geht doch kaputt. Ich lager das lieber mal. Der Tisch scheint wohl eine große Kapazität zu haben. Fiber wird meines Wissens auch benötigt. Machen wir mal noch ein Fiber rund. Ja, für Fiber haben wir Käfer besser, das Plasma-Gedöns. Das wird noch richtig mit Handsichel gemacht. Ringer. Ja, es hat halt Ark so an sich, egal wie man Ark spielt, man muss farmen. Muss halt gemacht werden. Aber vom Farmen her haben wir ja den Server extra ein bisschen höher eingestellt. Dass wir da nicht ganz verloren sind, stell euch vor, das Ganze wäre mal ends. Warte, wie lang ging dann das Prozedere hier? Wäre schon eine Hausnummer so. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass ich nicht der Einzige bin. Jetzt gerade draußen sind die Sache geholt. Deswegen, wenn ihr Ark spielen, gucken, dass eine eigene Tribe organisieren. Das ist das Wichtigste in Ark. Tribe, Zusammenspiele. Funktioniert am besten. Alleine, schwierig. Schwierig, Ark zu spielen alleine. Spawne da auch noch. Hier ist ja. Heute wieder irgendwie nett. Na, sind hier irgendwie Käfige. So, dann muss ich weiter weg von der Basis. Oh, da waren so Aschen drauf. Cool.
Schatten drüber. Genau, der Schrank da hinten ist schon gefüllt mit Ladung. Und sie brauchen ja auch zum Verbinden. Das lagern wir hier. Dass sie klarkommen. Jawohl. Ich möchte die ganz großen Tiere. Schauen Sie mal, was Sie da für Köder mir zaubern können. Und zwar haben wir auf dem Server das Tame umgestellt. Man kann jetzt nämlich einfach Hike, K.O. machen und Tame. Das geht nur noch bei ganz, ganz wenige Tiere. Ich muss die jetzt richtig anlocken und so. Muss ich anschleichen und das finde ich irgendwie interessanter. Das macht RP-mäßig viel mehr Sinn so. So. Na, mein Schüler ist noch nicht so weit. Hoffentlich hat er gleich Köder bereit. Ich will los. Wie sieht es aus? Ich bin gerade dabei, einen Sattel anzufertigen. Ich wollte nebenbei noch... Ich brauche das Tier. Ich bin gleich fertig, denke ich. Ja, das Imperium braucht dich. Der Mitspieler will Ausrufezeichen Server RP in der Chat. Wir kriegen alles, was wir brauchen zum Mitspielen. Verdammt, KXP. Wie läuft die Produktion? Sehr gut. Fertigen Tische an. Brauche Munition und Waffen. Irgendwo muss ich doch die Minen ablegen. Stellen Sie wenigstens ein Schild auf. Nicht aktivieren. Springen wir mal Breitmaul nur hin. Meister? Ich habe es geschafft. Ausgezeichnet. Das Tier hat zu viel Futter bei sich. Nein, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Zum Glück hatte ich beim letzten Mal den Zino getamed. Heute wird echt Fiber gebraucht bis zum Abwinken. Und das geht ja mit dem Diener sehr gut.
Wissen ja alle eingesessene Ark-Spieler. Seine lange Finger. Sehr, sehr, sehr gut. Ich denke, dass Fiber so schwer ist. Ich auch nicht. Weil da kann man schon wieder hochgehen und abliefern. So belad ist. Müsste dann genug Fiber sind. Damit Schattensturmtruppler da genug ja, Köder herstellen, wie sie es so in der Besprechung genannt haben. Fass mal ausladen. Aber das Futter drin lassen. So. Hoffe ich, dass die da gleich Köter fertig haben, damit ich mit dem Schüler los kann. Unser Winzling ist noch nicht so weit. Okay. Hängt er ein bisschen rum. Im Moment ist keiner zur Verfügung, nein. Mein Schüler, mach dir schon mal einen Springer klar. Wir werden auf die Jagd gehen nach neuen Kreaturen. Ich denke, ihre Köder sind fertig. Nettes Versteck, Imperator. Sind die Köder fertig? Ich habe einige auf der Platte gesehen. Sie können diese bestimmt schon wegnehmen. Wie lange halten die so? Nun ja, das Fleisch wird bestimmt irgendwann ablaufen, also sollten Sie sich vielleicht beeilen. Oder eben damit rechnen, dass einiges Fleisch vergammeln wird. Die Armbrust ist kaputt. Mein Schüler, mach dich bereit, wir gehen gleich los. Wohin, Meister? Neue Kreaturen suchen. Los geht's. Wo ist dein Springer? Ich werde ihn holen.
Captain Phasma? Oh, Gott, nee. Warum leckt dann das? Sie werden uns begleiten. Nehmen Sie sich auch Köder mit. Und einen Springer. Warten Sie einen Moment. Ich bin gerade voll beladen. Bereit, Meister. Wir warten noch auf Captain Phasma. Ich gehe schon mal einen Springer für Sie holen. Ach, da hinten kommt er, ja. Wir reiten runter an den Strand, den wir schon mal Rebellenlager in der Höhle gefunden haben. Dort den Hang hoch haben wir doch die großen Kreaturen gesehen. An dieser Schneegrenze. Wir sind hinter ihnen. Aber auch dieser gefährliche Droide. Wir sollten aufpassen. Deswegen gehe ich nicht allein. Rechts von uns, direkt eine große Kreatur entdeckt. Lasst die Springer hier. Das sind zwei große Kreaturen. Wir müssen sie erst trennen. Wir sollten gucken, dass er uns nicht bemerkt. Wir könnten den Großen töten und die Kleineren versuchen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, so machen wir es auch. Da sind noch mehr Kreaturen, mein Lord. Eine scheint festzuhängen. Das war dann wohl leider nix. Versuchen Sie es auf meist auf mehrerer Entfernung meist. Einsammeln. Alles einsammeln.
Funktioniert nicht, dann nimmt den Köder nicht an. Weißt du, da vorne ist noch eine große Kreatur, aber sie scheint nicht so gefährlich aus wie diese. Wo? Sie mit? Captain Phasma, erledigen Sie diese Kreatur. Sie ist hinten auf der anderen Seite des Ufers. Eine langhälsige. Kannst du sie von hier aus sehen? Ich nicht. Sieht und den Hals. Sieht mir aber nicht sehr gefährlich aus. Ich will was Gefährliches. Captain Phasma, die Köder wurden nicht angenommen. Was machen wir? Vielleicht lässt sich so eine starke Kreatur nicht mit einfachen Ködern zwingen. Vielleicht muss man sie zum Kampf herausfordern. Oder eventuell auf größere Entfernung Köder abschießen. Herausfordern gefällt mir irgendwie besser. So wie ich den Captain herausgefordert habe. Vom Luftschiff. Wäre möglich, wir müssten dann vielleicht nochmal zurück in unser Lager, um eine Herausforderungstrophäe herzustellen. Mein Schüler, hast du trainiert? Wir werden bald den Captain wieder besuchen. Sehr schön. Gut, dann zum Lager zurück. Und Sie zeigen mir, was Sie mit einer Herausforderungstrophäe meinen. Andere Worte, wir haben irgendwas verkehrt gemacht. Beim Mod. Oh, klasse. Archie getriggert. Das macht einfach Fetz da mit der Raptore durch die Walddüse. Das ist einfach geil. Alter, was ist denn das für ein dummes Tor? Und wieder Lag. Oh, das sieht nur rausflieh aus. Jo, ich bin rausgeflohen. Ah! Ja, Leute. In dem Sinne würde ich sagen, bis gleich. Das dauert jetzt erstmal wieder. Die ganzen Mods müssen geladen werden und Co. Wir sehen uns also gleich wieder. Ark ist ein fertiges Spiel für 70 Euro ohne Bugs.